Wo bleibt denn Gary? Er musste eine Arbeit nochmal schreiben. Nochmal schreiben? Sein Computer hat ein Virus. Immer wenn er etwas ausdrucken will, wird ihm alles gelöscht. Oh, das ist ja schrecklich. Das einzig Schreckliche an Computern sind die Leute, die sie benutzen. Sprich dich nur aus. Entschuldig die Verspätung. Ein Computervirus hat meinen Aufsatz gefressen. Zweimal. Deswegen habe ich mir noch ein Antivirus-Programm ausleihen müssen. Wenn ich zu Hause bin, werde ich damit diesen miesen Virus löschen. Und herausfinden, wer ihn in meinen Computer gepflanzt hat. Vorsicht! Ein Virus kann sehr viel kaputt machen. Ich weiß. Ein Virus ist eine Krankheit. Er kriecht hinein und setzt sich fest. Und wenn er sich erst ausbreitet, kann ihn nichts mehr aufhalten. Hey, es ist doch nur ein Computervirus. Ja, natürlich. Und es ist nur ein Computer. Aber ein Virus kann sich ausbreiten. Und es gibt einen Computer, in den er auf keinen Fall eindringen darf. Und welcher Computer ist das? Das menschliche Gehirn. Was soll das heißen? Wir haben 1 Trillion Bits an Informationen hier oben gespeichert. Genau wie ein Computer. Wenn ein Computervirus in dein Gehirn gelangt, kann niemand sagen, was passiert. Und was er dort alles zerstört. Ich bitte um die Aufmerksamkeit der Mitternachtsgesellschaft. Und nenne diese Erzählung die Geschichte vom rebellischen Virus. Suzanne, jetzt bist du schon 20 Minuten da drin. Komm schon, Schatz, es ist spät. Dad, du musst mich zur Schule bringen. Wieso? Was ist mit dem Bus los? Hey! Hilfst du mir bei der Bioarbeit heute Abend? Kein Problem. Du bist schon der Beste. Soll ich dich in die Schule bringen, Schatz? Ist dein Fahrrad kaputt? Es hat einen Platten. Ich weiß schon. Ich nehme Evans Rad. Und womit soll Evan fahren? Bis später, Dad. Hey, wo ist dein Rad? Noch 10 Sekunden. Kann er es schaffen, Evan im gewaltigen Sport? Touchdown! Guter Fang. Hey! Vielen Dank. Hey, ich hab dir nur das Ei aus dem Schulranzen heimgezahlt. Wenigstens bist du durch mich nicht zu spät gekommen. Was machst du denn? Zahlenkombination vergessen? Ich hab unsere Zahlen getauscht. Sehr freundlich, echt freundlich. Hi, Sonja. Gehst du zu dem Spiel am Wochenende? Ja, du etwa auch? Oh ja, ich dachte, wir könnten vielleicht... Hi. Ich gehe mit Simon. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ja, vielleicht. Komm, wir gehen. Ich gehe mit Simon. Simon hier. Simon da. Simon ist der Beste. Ja, toll. Mr. Lewis,
Würde es Ihnen etwas ausmachen, sich um etwas mehr Pünktlichkeit zu bemühen? Ja, Mr. Smith. Ja, es würde Ihnen etwas ausmachen? Ich meine, nein, Mr. Smith. Tut mir leid, ich wollte nur, dass wir quitt sind. Du willst, dass wir quitt sind? Das kannst du haben. Aber du wirst dir wünschen, dass du das nie... Gibt es etwas, das Sie der ganzen Klasse mitteilen wollen? Wie wär's mit etwas weniger Reden und etwas mehr Aufmerksamkeit? Zeit so komisch verhalten. Wahrscheinlich hat das auf mich abgesehen. Simon! Simon! Simon, komm erst fertig! Tut mir leid, das von heute Morgen. Ich wollte dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Schon gut, das ist vorbei. Poe ist fertig. Wer? Mr. Poe, unser Physiklehrer. Er hat ein neues Computerprogramm entwickelt. Wir sollten die Ersten sein, die es testen können. Komm, wir gehen hin! Er scheint aber nicht sauer zu sein. Ja, also, wir sehen uns morgen, ja? Aha. Mr. Poe? Das ist meine geräuschinduzierte Alarmanlage. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Nicht vorsichtig genug sein. Industriespionage. Meine Freunde, ihr werdet jetzt die tollste Erfahrung eures Lebens mit einem Computerspiel machen. Wer will zuerst? Simon. Wieso ich? Du bist das Computergenie. Das Schöne an meinem Spiel ist, dass du überhaupt nichts von Computerspielen zu verstehen brauchst. Cool. Setz dich hin. Mach es dir bequem. Also, was muss ich machen? Kennst du dich etwas aus mit Virtual Reality? Das geht so. Das ist eine Computersimulation der Wirklichkeit. Du wirst das Gefühl haben, dass du wirklich dort Die bist. Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen. Aber die Möglichkeiten sind einfach ungeheuerlich. Mir ist ein Durchbruch gelungen, der alles Bisherige bei weitem übertrifft. Meine Freunde, wir werden jetzt zusammen einen historischen Moment erleben. Mr. Poe? Wo ist der Joystick oder sowas? Genau dort. In deinem Gehirn. Es ist fast so wie in einem tiefen Traum. Wo alles ganz wirklich erscheint. Die Nervenzellen deines Gehirns reagieren auf die elektronischen Impulse und das beeinflusst das Synapsenpotenzial. Na, du wirst schon wissen, was zu tun ist. Mr. Poe, der Präsident ist am Telefon. Auf Ihrem Privatanschluss. Sagen Sie ihm, ich komme gleich. Es ist echt frustrierend, mit der Regierung zu arbeiten. Zu viel Papierkram. So, Simon. Was möchtest du am liebsten? Möchtest du auf eine Reise zum Saturn gehen? Ein Ritter der Tafelrunde sein? Oder die Dinosaurier des Mesozoikums besuchen? Also, ich glaube, ich nehme die Ritter der Tafelrunde. Fertig. Eingabe angenommen. Während ich dich gestartet habe, wird Evan das Spiel überwachen, während ich den Anruf entgegennehme. Jetzt entspann dich, lehn dich zurück und überlass dich deiner Fantasie. Warnung. Dies ist eine Warnung. Code Rot. Wo kommt denn das plötzlich her? Viel Spaß. Fertig, Simon? Fertig. Dann mach dich auf eine schöne Reise gefasst. Eine Reise durch deine Fantasie. Alles nur ein Traum. Wirklich schade. Wie ist denn das passiert?
Morgen! Hey, ist noch keiner wach? Mom? Dad? Was ist los? Hast du Simon heute Morgen noch nicht gesehen? Nein. Komisch. Wo steckt er denn? Ich bin doch hier. Susanne, würdest du deinen Bruder bitte rufen? Simon, Frühstück ist fertig. Simon, bist du unten? Ich bin hier oben, Simon. Mom? Mom! Ich bin hier, Schatz. Komm nicht zu spät zur Schule. 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 Hey, komm mit! Simon, kann ich dich bitte mal sprechen? Dad? Entweder träume ich oder hier geht etwas sehr Seltsames vor. Tja, mein Sohn, du träumst nicht. Was? Ich schätze, wir haben es mit etwas Seltsamem zu tun. Wer bist du und was machst du in meinem Haus? Das ist nicht dein Haus, Einstein. Du bist in Cyberspace. Cyber was? Cyberspace. Virtual Reality. Ja, du bist noch im Spiel, Einstein. Nur vergiss nicht, die Regeln haben sich geändert. Was ist aus den Rittern der Tafelrunde geworden? Ich habe sie ausgelöscht. Ich bin ein Virus, hättest du nicht gedacht. Ein Computervirus. Und wie bist du hier reingekommen? Alles, worauf es ankommt, ist, wie komme ich hier raus? Die meisten Viren setzen sich fest und zerstören. Aber ich will mehr als das. Ich habe größere Pläne. Nichts von all dem hier ist wirklich. Es wird dir vom Computer eingegeben, direkt in dein Gehirn. Ich habe ihn etwas umprogrammiert. Lass die Finger von meinem Hirn. Zu spät. Du bist der perfekte Nährboden für mich. Was meinst du? Wenn mein Programm erstmal läuft, werde ich mich aus diesem albernen Spiel einfach herauskatapultieren. Direkt in dein Gehirn. Aber was? Wenn das Spiel ausgeschaltet wird, werde ich mich in deinem Hirn einnisten. Du bringst mich in die wirkliche Welt, Einstein. Wo ich endlich wirkliche Zerstörung bewirken kann. Das glaube ich dir nicht. Oh, es hat schon angefangen. Sieh deine Hand an. Aber das ist ein Spiel, da gibt es doch Regeln. Sicher. Regel Nummer 1. Ich gewinne. Du verlierst. Das ist nicht fair. Okay, ich werde fair sein. Du kannst aus dem Spiel entkommen. Aber du hast nur... Das Programm startet in 10 Minuten 35 Sekunden. Du hast es gehört, Einstein. Viel Glück. Also, wie war das Leben als Ritter der Tafelrunde? Da ist was falsch, da ist ein Virus drin. Virus? Das ist unmöglich. Doch, da ist einer. Alles ist falsch gelaufen. Sie können... Ich werde nicht in Ruhe zusehen, wie du hier mein Lebenswerk beleidigst. Raus hier! Aber... Raus, habe ich gesagt!
Leute! Was ist denn los? Hast du die Kombination vergessen? Komm, wir gehen, Evan. Tut mir leid, ich gehe zum Spiel mit meiner Kleinen. Aber Evan! Evan! Ich bin immer noch in dem Spiel. Mr. Poe, machen Sie auf! Das bin ja ich. Evan, mach doch mal auf! Wichtigsten Prüfung ihres ganzen Lebens. Weiß irgendjemand, wie viel 2 plus 2 ist? 5? Richtig. Noch jemand? 6. 6 Minuten noch. Richtig. Simon. 4? Und jetzt sagen Sie uns, welche Formel Sie dazu benutzt haben. Virus gesagt. Der Computer gibt etwas in mein Gehirn ein. Ich muss den Computer neu programmieren. Na, macht Spiel Spaß, Einstein? Die Geschwindigkeit des Lichts geteilt durch die Geschwindigkeit des Schalls, das macht 5 Minuten noch. Nur die Ruhe. Ich muss denken. Keine Panik. Warnung. Das ist eine Warnung. Falsche Eingabe kann höchste Gefahr bedeuten. Warnung. Hallo, Simon. Wie geht's im Spiel? Evan? Bist das wirklich du? Aus Fleisch und Blut. Evan, hol mich hier raus. Die Sache spitzt sich zu. Ich weiß. Jemand hat einen Virus eingegeben. Das warst du, richtig? Wo ist Poe? Immer noch am Telefon. Aber komm schon, Simon. Ich dachte, du kannst alles. Du kommst da schon alleine raus. 2 Minuten Warnung. Das ist eine 2 Minuten Warnung. Hast du das gehört? Was gehört? Den Virus erst hinter mir her, Evan. Er will in mein Gehirn. Hol mich hier raus. Erst musst du dich entschuldigen für das, was du mit mir gemacht hast. Was? Er ist hier, Evan. Hilf mir! Erst musst du dich entschuldigen. Hör auf mit der Rechthaberei, hilf mir! Juhu, ist jemand zu Hause? Tut mir leid, gut jetzt. Ich glaube dir nicht. Meine Zeit läuft ab, Evan. Okay, beruhige dich. Ich habe den Virus selber programmiert, er wird dir nichts tun. Nein, was ist dann das? Oh nein. Nach oben! Ja. Das hätte nicht passieren dürfen. Er hat sein eigenes Programm eingegeben. Stopp es! Okay, lass mich überlegen. Ich muss den Abbruchcode eingeben. Es funktioniert nicht. Er hat mich ausgetrickst. Dann mach du das Gleiche. Ich kann nicht. Er antwortet nicht mehr. Gleich ist es soweit. Evan! Okay, du kannst vielleicht auch aus dem Spiel abhauen, aber du brauchst den Code. Dann gib ihn mir. Ich wette, du kommst von selber drauf, was es ist. Jetzt gib ihn mir! Okay. Der Code ist mein Code. Das Programm Evan? Startet in einer Minute. Evan! Escape Code eingeben. Das ist gut, so geht's. Falscher Code. Komm, er hat gesagt, komm! Der Computertyp! Falscher Code. Was ist los? Kombination.
Kombination vergessen. Kombination? Mich kannst du nicht aussparen, Einstein. Die Kombination von seinem Schloss? Hast du mich vermisst? Richtige Eingabe. Escape-Code angenommen. Für Abbruch beliebige Taste. Ich schätze, du hast verloren. Meinst du? Für Abbruch beliebige Taste drücken. Ich habe ja gesagt. Regel Nummer 1. Ich gewinne und du verlierst. Und jetzt zeig mir deine Hand. Für Abbruch beliebige Taste drücken. Ja. Nein! Ich freue mich darauf, die Windungen deines Gehirns kennenzulernen. Sag deinem Verstand auf Wiedersehen! Regel Nummer 2, vergiss Regel Nummer 1. Simon, alles in Ordnung? Ja, ich bin okay. Ich verstehe nicht, wie ein Virus da hineinkommen konnte. Ich auch nicht. Wahrscheinlich ein Zufall. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ehrlich, ich wollte es dir nur heimzahlen. Oh, du hast es mir heimgezahlt. Nicht schlecht. Hast du mich jetzt? Nein. Aber ich fahre mit deinem Fahrrad nach Hause. Das wirst du nicht! Ende. Oh, nicht schlecht. Gute Story. Wisst ihr, was mir in der Geschichte gefallen hat? Was? Wie schlimm es auch war, was Evan gemacht hat. Simon hat ihm trotzdem vergeben. Wisst ihr, was mir am besten gefallen hat? Was? Dass der Virus noch lebt und wenn du nicht aufpasst, dann springt er in deinen Computer. Ich muss gehen. Bis später. Hat gar nicht mehr so lange dauern. Das ist das Realität, was du erzählt hast.